Das Wetter der Woche diesmal für die Republikflüchtlinge. 4 Millionen sind abgehauen, weil sie der Republik den Rücken gekehrt haben. In diesem Fall war es die Deutsche Demokratische Republik. Die sind unter Lebensgefahr zum Teil über Wasser, unter der Erde, in der Luft, auf allen Wegen in die Bundesrepublik gekommen. Zum Teil aus politischen Gründen, zum Teil, weil sie Bohnenkaffee wollten oder Bananen oder natürlich nur ein BMW. Die alle, die den BMW inzwischen haben, gehen natürlich jetzt nicht mehr aus der Republik raus, halten aber nicht mehr sehr viel von unserer Republik. Siehst du, es geht ihnen wie uns. Man sagt, dieser kapitalistische Staat, verstehen Sie nicht, die Merkel-Diktatur, die Steinmeier-Diktatur, die wollen die Demokratie ab, die wollen die Republik abschaffen. Das haben die in Berlin auch gesagt. Ich glaube, 50.000 über Wasser, unter der Erde, in der Luft, nicht? Zum Teil sehbehindert, zum Teil auch Blinde darunter, nicht? Zum Teil gehbehindert, Stockbehinderte, nicht? Leute mit Rechtschreib- und Sprachschwierigkeiten, also wie ich, nicht? Haben denen da aber richtig den Marsch geblasen und zu einer verfassungsgebenden Versammlung aufgerufen. Gut, sie haben gesagt, wenn wir jetzt flüchten müssen, weil ja die Republik immer faschistoider wird, nicht? Wenn wir jetzt flüchten müssen, stellt sich für diese Menschen die große Frage, wohin? Wo gibt es wieder ein BMW, Bohnenkaffee und Bananen? Fast nirgends auf der Welt. Gut, sie könnten zu Putin fliehen. Ich habe bei der Botschaft haben sie eine Versammlung, Putin, Putin. Nicht? So die einen haben immer gerufen, in Minsk war das, Lukaschenko raus. Lukaschenko raus oder alles Gute zum Geburtstag. Gut, es sind natürlich Unterschiede. In Minsk versammeln sich seit Wochen Frauen, Männer, Kinder, alle und fordern den Lukaschenko heraus. Nicht da, den einen oder anderen greift sich der Lukaschenko, die werden dann gefoltert und zur Abschreckung irgendwo hingestellt. Aber es hilft nichts, die Leute lassen sich nicht einschüchtern. Nicht? Also ich sag mal so, nach Minsk kann man nicht fliehen, nach Kenosha in den USA kannst du nicht fliehen, da wirst du als Weißer sofort erschossen. Halt mal, habe ich jetzt was? Ich glaube, das habe ich jetzt verwechselt. Aber man kann überhaupt nicht. Am besten ist, man bleibt hier. Ne? Viele sind ja Republikflüchtige, indem sie sich sagen, das interessiert mich alles nicht. Die sollen mich doch am Arsch lecken mit ihrer Republik. Ne? Dann kommt die Diktatur. Aber dann geht Deutschland unter. Ich kann Ihnen sagen.